Moin Moin und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Star Citizen. Heute mit Tag 4 der IAE und heute wird es luxuriös und auch recht teuer. Heute ist Origin dran. Ihr seht im Hintergrund schon die fette 890 Jump stehen und eine 600i und ein paar kleine Schiffe. Ich würde sagen, wir quatschen nicht lang, ich mache die Kamera aus und wir schauen uns alles mal ganz in Ruhe an. Viel Spaß. So, wie immer schauen wir einmal, wo wir was wie finden. Origin hat nicht ganz so viele Schiffe, von daher sollte es recht übersichtlich sein. Rechts oben die 300er Serie und eine 400er stehen hier unten. Hier vorne steht direkt die fette, die 600i und auch die 100er Serie. Was mich wundert ist, es ist keine 600i Exploration dabei, sondern nur die Touring-Variante. Aber gut, so soll es sein. Wir gehen mal schauen. Guckt euch dieses riesige Schiff an. Das ist absolut wahnsinnig. Ein Schrittchen schneller gehen hier. Meine Fresse, ey, ist das ein Brocken von Raumschiff. Abartig, abartig. Und ist heute kaufbar. Nur mal so am Rande. Preis sage ich euch gleich. Wir fangen erstmal mit den kleineren Schiffen an und gehen dann der Reihe um. Weiter. So, 125A haben wir hier. Und das sind quasi die Einsteigerschiffe von Origin. Ihr habt ein Bett, ihr habt Komponentenzugänge, ihr habt ein bisschen Fracht. Ihr habt einen Pilotensitz und das war's auch schon. Gar nicht, ob wir die doch können. Hat so ein bisschen was von Flugzeugtüren hier, diese dicken. Zack und zu. Entschuldigt vielleicht den ein oder anderen Ruckler. Die Performance ist momentan echt nicht besonders. Aber davon wollen wir uns mal nicht stören lassen. Und wir haben eine absolute grandiose Aussicht von diesem Schiff aus. Ja, absolut genial. Und während wir hier dieses Schiff uns mal so von außen angucken, kann ich euch ja mal ein paar Daten nennen. So, wir haben hier die 125A. Die hat 2 SCU Cargo, ist 19,3 Meter lang, ist 11 Meter breit, 4 Meter hoch und gehört zu den Small-Schiffen. Top Speed sind 230, mit Afterburner habe ich hier keine Ahnung, steht hier nicht. Crew, eine Person. Bewaffnung, 3x Size 3. Und natürlich ein paar Raketen. Ja, Einsteigerschiff ist, glaube ich, die Rennvariante. Meine ich zumindest. Komm, steig aus. Ne? Also alles sehr gemütlich, klein, aber fein. Preis habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ich kann mal gucken. Können, was so der Preis ungefähr so 60 Euro würde wohl kosten. Oder dieses Schiff werden wohl so um die 60 Euro kosten. Von daher auch nicht so teuer. Da steht das hier am Schild. Haben wir hier ein Schild? Ja, welche Variante das ist. So, das ist ein Starter, leichter Fighter. Besonders ist, die haben das Air-System, womit die Schiffe während dem Flug, während der Atmosphärenaufenthalt oder in Gaswolken Treibstoff regenerieren können. Das heißt, wenn ihr gut damit umgeht, müsst ihr wahrscheinlich nicht tanken. Wobei, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schnell funktioniert, aber gut. So, wir haben die 135P, ist der Starter, hier steht Anlasser. Leichtlastkraftwagen, ja, nee, ist klar. Zu den Daten kommen wir gleich. Aber auch ihr seht es, es ist ziemlich genau gleich wie die andere Lackierung. Aber sonst
exakt dasselbe Schiff. Cargo. Müssen wir mal hier reingucken. Ob der Raum was größer ist. Nö, nicht wirklich. Aber hier hinten nehme ich mal hin. Hab da nochmal 4. Es steht sogar dran. Also müssten es ja theoretisch 6 sein. Ich guck mal rein. 135C, genau, hat 6 Standard Cargo Units. Größe ist dieselbe. Bewaffnung ist auch dieselbe. Kosten soll das Schiff 71,94 € als Store Credit Variante. Warbound dann etwas günstiger. So, dann haben wir hier noch eine von diesen schönen Schiffen. I-100i, das ist quasi so die Grundausstattung. Komm Kollege, mach mal ein bisschen Platz. Der Turing oder die Turing-Variante. Gleiches eher in Triebwerk-Ansaugsystem hier, ne, für Treibstoffregeneration. Während des Fluges hat die Cargo wahrscheinlich auch irgendwie... Weiß jetzt nicht, wie das aufgeht. Aber Innenraum auch genau gleich. Die 100i, die 100i, genau. 2 Cargo sogar nur, also die kann hinten nicht geöffnet werden. Gut zu wissen. Bewaffnung auch 2x Size 3. Preis liegt sie bei 55,34 €. Store Credit, ne? Store Credit, ganz wichtig. Kein Warbound. Warbound sind die günstiger. Da müsst ihr mal auf die Webseite schauen. Die könnt ihr ja heute kaufen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir richtig sind. Ja. Dann gehen wir mal zu der nächsten größeren Kategorie von Origin-Schiffen. Ich mag Origin irgendwie. Es ist so schön. Einfach schöne Formen. Schön designt. Es ist natürlich nicht ganz so pragmatisch ausgestattet, sondern eher ein bisschen luxuriös. Aber dafür zahlt er auch ein paar Euro mehr. Aber wer drauf steht, ne, der findet so ein Schiff ganz hübsch. So, 300i. Quasi auch hier die Starter-Variante. Und ihr seht, die sehen sich auf eine gewisse Art und Weise doch ähnlich zu den 100ern. Nur etwas aufgeplustert, also was heißt etwas, die sind da schon deutlich größer. Auch hier die Turing-Variante. Ne? Wahrscheinlich auch mit dem R-In-System, ich bin mir gar nicht sicher. Müsste aber eigentlich alle Origin-Schiffe irgendwie haben. Cargo-Raum ist hier unten. Na, hier passt nichts rein an Fahrzeugen, also braucht ihr gar nicht versuchen. Könnt ihr vergessen. Aber ein bisschen Cargo passt rein. Wir können mal gucken, ob wir reinkommen. Ohne, dass wir das Schiff ausleihen wollen. Da. Doch. Schiff betreten. Über eine Leiter. Leider keine Rampe oder sowas. Und dann sind wir im Innenraum. Cockpit. Eine Person. Toilette. Keine Dusche. Nur eine Toilette. Feuerlöscher, auch eine wichtige Sache. Dann habt ihr hier das Bett. Dann habt ihr hier euren Waffenschrank, euren Klamottenschrank, externe Storage in dem Fall, ein paar Gläser und ihr habt eine Küchenzeile. Ne? Küchenzeile, ein Kühlschrank, der aufgeht. Geht längst nicht überall. Kleines Waschbecken. Ja, und diese grandiose Glasfläche im Dach. Ihr könnt quasi morgens aufstehen und habt den Blick zu den Sternen nach oben. Das verleiht diesem Schiff doch ungemein viel Raum, finde ich. Macht das alles ein bisschen größer. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch die Aussicht aus dem Pilotensitz ist grandios. Na, es geht eigentlich, ne? Aber nach oben habt ihr wirklich eine tolle Sicht. So, Hinweis. Wir gucken mal, was die Stats sagen. Also, wir haben hier 8 Cargo Units, 8 SCU Platz, 27 Meter lang, 17 Meter breit, 8 Meter hohl, hoch. Auch das zählt zu den Small Schiffen. Crew von 1. Speed 204 bzw. 1100 und
90. Der Preis mit Store Credits liegt bei 66,40 €. Besonders ist noch, ihr könnt die auf der Webseite customizen. Bedeutet, ihr könnt noch so ein paar Sachen dazu bestellen, wie andere Sitze, also Farben der Sitze, neues Cockpit-Skin, Joystick ein bisschen anders. Ihr könnt eine Kaffeemaschine dazu buchen und so weiter. Das kostet alles extra. Aber das könnte eurem Schiff einen individuellen Touch verleihen. Also schaut euch da mal um auf der Webseite, spielt mal ein bisschen rum. Vielleicht findet der ein oder andere ja eine schöne Kombination. So, dann geht es weiter. 315p. Die hat hier vorne einen Faktorstrahl, was schon mal besonders ist. Und ihr seht, die hat einen deutlich größeren Cargo-Raum. Wobei ich bezweifle, dass sie mit dem Traktorstrahl an euren Cargo-Raum kommt. Schiff betreten. Ja, komm, geh rein. So, exakt dasselbe wie bei der 300i. Ne, Küche, Kühlschrank, Glasdach und so weiter und so fort. Also Innenraum tut sich da gar nichts. Nö. Wir haben 315p. Die hat 12 SCU Cargo. Also ne, doch deutlich mehr als die andere. Die Größe ist dieselbe. 27 lang, 17 breit, 8 hoch. Small Schiff. Eine Crew. 210 SCM Speed und mit dem Afterburner schafft ihr 1225 bzw. maximal Geschwindigkeit. Preislich liegen wir hier bei 71,94 € mit Store Credits. Auch dieses Schiff könnt ihr customizen, also gewisse Dinge dazu buchen. Wie bei einem Autokauf ähnlich. Eine gute Idee eigentlich. Bin gespannt, ob man die Sachen auch irgendwann in-game ja, optimieren kann, customizen kann, die Raumschiffe. Das wäre eigentlich ganz witzig, wenn man zu einer Werft fliegt und dann ja, sich da austobt. Geh mal rüber zur 325A. Das müsste die Kampfvariante sein. Genau, Interdiction. Dogfight-Spezialist. Ja, und wir haben hier ein bisschen mehr an Waffen. Glaube ich. Oder größere Waffen. Hier vorne eine fette Gatling dran. Dann zwei Laserkanonen, Raketen. Einen kleinen Cargo. Wir gehen jetzt nicht noch rein, ne? Das ist ja klar. Wir gucken mal in die Stats. 325A hat 4 Cargo-Einheiten. SCM sind 225 und Topspeed 1315. Eine Crew Small. Und wir haben hier zweimal Size 3 und einmal Size 4 vorne an der Nase. Preislich liegen wir hier bei dem Schiff bei 77,47 € mit Store Credits. Auch das Schiff ist customizbar. Also quasi der Dogfighter. 350R wird der Racer sein, genau für den Rennsport konzipiert. Ja, jede Komponente ist individuell kalibriert, um sicherzustellen, dass ihr Schiff in perfekter Harmonie bleibt, was fürs Fliegen ganz wichtig ist. Trotzdem habt ihr einen kleinen Cargo-Raum. Ihr habt auch 3 Waffen, ne? Alles Laserwaffen, glaube ich zumindest. Raketen habt ihr auch an Bord. Also für den Rennfahrer von euch vielleicht ein geeignetes Schiff. Wir gucken rein. 4 Standard-Cargo-Einheiten. SCM-Speed sind 258 und damit ist sie die schnellste von denen im Standard-Combat-Maneuvering-Speed. Und Top-Speed liegt bei 1345 Metern in der Sekunde. Genau, zweimal Size 3 und eine Size 3 vorne an der Nase. Eine Nummer kleiner als der Kampf, die Kampfvariante. Preislich liegen wir hier bei 138,34 € als Store-Credit-Variante. Auch dieses Schiff ist customizbar. So, dann gehen wir mal rüber zu der dicken Lady hier, die eine ganz, ganz spezielle Form hat. Eine Form, die ich persönlich sehr schätze. Ich mag diese Art von, ja,
Schiffsdesign. Es sieht wirklich aus wie ein Schiff, wie ein schwimmendes Schiff. Ich bin gespannt, ob diese Schiffe auch irgendwann schwimmen können, wie Schiffe. So, jetzt habe ich genug Schiff gesagt. Reicht ja wohl. So. 400i. Das ist ein Pathfinder, beziehungsweise ein Explorerschiff. Ja, genau. Die Erkundung der Sterne ist ein äußerst nobles Unterfangen. Und Origin Jumpworks hat sich mit der Entwicklung der 400i Hochleistungspathfinder diese Aufgabe gestellt. Mit seiner klassenbesten Reichweite, Verteidigungsmöglichkeiten, werkseitig eingebauten Scan-Array ist die 400i bereit, es mit den rauesten Ecken der Galaxie aufzunehmen und dabei den Komfort und die Eleganz zu wahren, für die Origin bekannt ist. Ja, das ist wahr. Wir gehen mal rein. Beziehungsweise, wir gehen mal hier vorne rein. Ich will das Schiff nicht ausleihen. Ich würde gerne einfach hier an die Panels gehen. Ist das denn so viel verlangt? Immer so ein Problem mit diesem Overlays. Naja, also hier vorne fährt diese Bay runter, die übrigens abgetrennt vom Rest des Schiffes ist. Also ihr habt nur von außen Zugang dazu. Und hier passt die X1, das Bike von Origin, rein. Und die sagen, nur das Bike von Origin, also nur die X1. Ihr könnt natürlich auch Kisten darauf stapeln und ihr könnt auch jemanden da drauf stellen und hochfahren. Alles kein Problem. Fahrzeuge, glaube ich nicht, dass was anderes drauf passt als die X1, weil die Fläche ist doch schon sehr, sehr begrenzt. Ich möchte es immer noch nicht ausleihen. Macht beide Aktionen. So, dann geht man die Klappe auf. Und wir gehen mal an Bord, wenn der das hier schafft, heute noch reinzugehen ohne... Junge, 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 was ist los mit euch? Genau. So, machen wir wieder zu. Also, wir sind im Innenraum. Hier ist der Gravity-Generator. Da vorne ist die Luke, wo wir eben geöffnet haben für die X1. Dann habt ihr hier Schränke für Ausrüstung. Quatsch, 3 Schränke für Ausrüstung und einmal Waffen. Ihr habt eine Airlock, quasi Ship-to-Ship-Docking, Ship-to-Station-Docking, auch kein Problem. Und dann kommen wir hier in den Komponentenraum, beziehungsweise Maschinenraum, der ja separat unterteilt ist. Und ihr seht es unten links, Temperatur sinkt. Diese Räume werden wohl extra runtergekühlt, um die Hochleistungskomponenten, die hier verbaut sind, entsprechend zu kühlen. Ob das... Oder inwiefern das wichtig ist, dass diese Komponenten gekühlt werden hier in diesem Schiff und das ist nur in diesem Schiff. Es gibt sonst kein Schiff, wo die Komponenten gekühlt werden. Weiß ich noch nicht genau warum, wieso, weshalb. Aber wir sehen hier auch 3 Powerplants drin. Also dieses Schiff scheint unheimlich viel Energie und unheimlich viel Rechenpower oder sowas zu haben, dass es so krass gekühlt werden muss. Schildgenerator haben wir hier, fettes Teil. Was genau da nachher passiert und wofür das gut ist, werden wir sicherlich irgendwann mal erfahren. So, dann kommen wir in den Hangar bzw. Frachtraum. Denn das hier ist Frachtraum und Hangar in einem. Und ihr seht es, ihr könnt die Mitte runterfahren. Am Anfang, als das Schiff rauskam, passte hier ein Rock rein. Mittlerweile haben sie das Schiff von der Fahrwerkhöhe ein bisschen abgesenkt, sodass sie mit dem Rock nicht mehr drunter kommt. Finde ich schade, weil somit ist dieses Schiff ja im Vergleich zu anderen Schiffen seiner Größe nutzlos. Nutzloser, möchte ich mal vorsichtig betonen, aber gut. Ist nun mal so, wir können es jetzt nicht ändern, was sich CIG dabei gedacht hat. Kann ich euch nicht sagen, weiß ich nicht. Da gab es auch einen kleinen Aufschrei, weil es ist wirklich ein schönes Schiff und es macht Spaß, das zu nutzen, aber ohne Fahrzeuge beziehungsweise ohne Rock, was ja doch viele Leute gerne machen, ist es ein bisschen schade. Verliert das Schiff irgendwie so seinen Reiz. Also, hier habt ihr noch mehr Komponenten. Ihr habt der Suit Locker für eure Raumanzüge und wie gesagt, den Frachtraum. Wir können ja mal kurz reingucken, was die Stats sagen. Hier passen 42 Standard Cargo Units rein.
Wir haben eine Länge von 60 Metern, Breite 32, Höhe 12,5. Das Schiff fällt unter die Größe Large. Mindestens eine Crew, maximal 3 Crewmitglieder. Und Standard Combat Maneuvering Speed sind 187 Meter pro Sekunde. Top Speed steht hier nicht bei. Und dann kommen wir mal zum Oberdeck. Also entweder nehmt ihr die Leiter. Finde ich übrigens immer toll, wenn Aufzug und Leiter vorhanden sind. Falls mal was passiert, passiert was, können wir nämlich die Leiter nutzen. So wie jetzt zum Beispiel. Oder Aufzug nicht funktioniert. Doch, jetzt funktioniert er. Also Technikdeck. Ist falsch rum, oder? Na, ist egal. Auf jeden Fall ist dieser Aufzug eigentlich sehr schnell, was ich liebe. Ach nee, wir sind wieder unten. Was ist los? Komm, wir nehmen die Leiter. Wenn wir denn hier hochkommen. Jawohl. Also, Aufzug, ne? Nee, der funktioniert nicht. Seht ihr? Also dafür ist eine Leiter gut, wenn der Aufzug mal nicht funktioniert. Und damit sind wir im Oberdeck, im Wohnbereich, im Brückenbereich. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier im Badezimmer an. So, hier ist für Klamotten. Finde ich schön mit der abgetrennten Tür. So wird auch nichts nass. Dann habt ihr hier... Machen wir die Tür zu. Toilette. Ne, Mülleimer. Und jetzt Toilette. Alles einfahrbar. Finde ich gut. So habt ihr nämlich beim Duschen richtig viel Platz. Regendusche, so muss es sein. Dann habt ihr euer Waschbecken und dahinter oder davor. Den Spiegel, der immer noch nicht funktioniert. 22,5 Grad ist doch sehr angenehm. Ihr könnt auch alles abschließen, ne? Auch ganz wichtig. Dann haben wir hier das Captain's Quarter. Bett. Ihr habt einen Schreibtisch, einen großen Monitor, an dem ihr arbeiten könnt, Daten auswerten, gefundene Sterne kartografieren und was weiß ich, was da in Zukunft alles mit dem Exploration Gameplay dazu kommt. Auch eine kleine Umkleide. Hier unten ein persönliches Storage. Das funktioniert auch, glaube ich. Nee, das funktioniert, wollte ich nicht. Kommt, lass wieder aufstehen. Genau, das funktioniert auch. Ein persönliches Storage unterm Bett. Finde ich immer gut. So, gegenüber haben wir die Crewquartiere, beziehungsweise ein Doppelquartier. Es sind ja nur 3 Leute an Bord. Auch die haben ihr eigenes Storage, ihren eigenen Kleiderschrank und so weiter. Ihr müsst euch nur das Badezimmer teilen. So, dann sind wir im Aufenthaltsbereich, beziehungsweise auch direkt im Arbeitsbereich. Hier ist die Scanning Station mit dem Holo. Wie gesagt, was da an Exploration Gameplay in Zukunft kommt, steht noch in den Sternen, ist noch nicht viel bekannt, wie und was das alles funktioniert. Ihr habt ein schönes Panoramaglas und quasi einmal hinten komplett rumgucken. Leider ist es ein bisschen hoch, finde ich. Man sieht nicht, was auf dem Boden stattfindet, sondern man sieht quasi nur in die Ferne. Und dieser Turret ist halt auch dauerhaft da, der fährt nicht ein oder so. Der versperrt auch so ein bisschen den Blick. Ein bisschen schade, die hätten das ruhig ein bisschen tiefer machen können. Also auf der Höhe. Dann hätte man auch direkt im Umfeld des Raumschiffes was gesehen. Wenn man irgendwo auf einem fremden Planeten steht, wäre es ja schön, wenn man vorher mal rausgucken kann, bevor man das Schiff verlässt. Nicht, dass da irgendwas auf einen lauert. Ne? Sitzecke, auch mit dem Monitor. Eine Küche, gar nicht protzig, so ein bisschen mit Gold verziert. Im Stein. Gefällt mir übrigens sehr gut. Würde ich mir auch zu Hause in die Küche bauen. Wenn denn das nötige Kleingeld vorhanden ist. Natürlich auch ein Champagner-Kühlschrank, das darf auch nicht fehlen. Ein größerer Kühlschrank für alle möglichen anderen Zutaten. Der geht leider auch nicht auf. Finde ich schade. Aber gut. So ist es wohl. Na, mach die Tür auf. Dann kommen wir in die Brücke. So, Copilot, Copilot. Und Pilot.
Und hier haben wir das erste Mal tatsächlich eine Brücke von Origin, wo wir nicht so eine besonders geile Aussicht haben, weil das Schiff sehr lang gezogen ist. Ihr seht es, ne? Es ist doch recht eingeschränkt. Das erinnert so ein bisschen an Misk mit ihren Guckschlitzen. Finde ich ein bisschen schade. Für ein Exploration-Schiff finde ich es eigentlich recht wichtig, dass man eine schöne Aussicht hat. Aber gut, ich bin kein Schiffsdesigner. An sich ist es trotzdem ein sehr, sehr schönes Schiff. Mir gefällt der Style Guide von Origin wirklich gut. Und es hat irgendwo Klasse, wenn man mit so einem Schiff rumfliegt, auftaucht. Weiß ich nicht, hat was, hat wirklich was. Ich gucke nochmal eben in die Daten. Wir wollen noch den Preis wissen. Dieses Schiff kostet aktuell 276,68 € mit Store Credits. Dieses Schiff ist nicht customizbar. Das ist also wirklich nur die 300er Serie vorbehalten und sonst keinem Schiff. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wer von euch hat ein Origin-Schiff und welches. Und vor allen Dingen auch, warum habt ihr euch für Origin entschieden? So, funktioniert der jetzt? Nö. Gut, dann nehmen wir wieder die Leiter. Schade. Den würde ich euch nämlich gern zeigen. Der ist echt schnell. Also so müssen Aufzüge sein. Ähnlich wie von der Cartual. Kannst du bitte mir nicht auf den Sack gehen mit den Leitern im Moment? Das ist ein scheiß Bug gerade. Oh, ich kriege ihn zu viel. So, also Leitern sind auch momentan ein bisschen buggy. Türen scheinen auch ein bisschen buggy zu sein. Naja, gut. Und damit wäre diese Halle auch abgeschmatzt und es bleiben noch zwei Schiffe. So. Mein persönliches Lieblingsschiff, ja, was heißt Lieblingsschiff? Vielleicht nach der Überarbeitung die 600i, aber als Exploration-Schiff, also ich bin kein Touring-Fan, würde ich mir jetzt nicht kaufen, nur weil ich es kaufen kann, sondern für mich müssen Schiffe immer einen Zweck erfüllen. Und so ein Touring-Schiff, ja, ich kann, ja, Passagiertransport, wenn es irgendwann reinkommt, gerne mal ausprobieren. Aber momentan ist es so absolut wirklich nutzlos. So, die 600i. Ja, optisch interessant. Technisch genial. Voraussichtlich das Rework kommt geil an. Also die haben da wirklich gute Sachen geplant. Ich bin gespannt. Also wenn das Rework gut ist und das Schiff wirklich an Mehrwert gewinnt, dann überlege ich meine Aquila noch abzugraden auf die 600i. Man muss gucken, wie das mit einem ja, Solo-Flug ist. Wir haben natürlich hier eine starke Bewaffnung, auch als Pilot. Und zusätzlich Türme, die über Co-Piloten laufen. Aber das ist schon sehr groß, das Schiff. Muss man schauen, ob das als Singleplayer-Schiff noch einigermaßen geeignet ist. Was ist los? Was ist mit den Aufzügen? Also ich... Ja, ohne Aufzug kann ich euch natürlich nichts zeigen. Was ist, haben wir 30k oder so? Oder bin ich irgendwie... Nee, läuft da alles. Nee, tut mir leid. Das funktioniert nicht. Freunde, ich wechsle mal den Server. Wir sehen uns dann an der Stelle wieder. So, und ihr seht, der Aufzug funktioniert endlich wieder. Keine Ahnung, was da los war. Anderer Server, neues Glück. Und wir sind im Unterdeck. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal hier links an mit des Captains sein Quartier. Oder wie man das bei Origin auch nennt, des Owners Quartier. Die Tür ist ein bisschen schmal, finde ich. Also, ne? Hier passe ich so gerade durch. Wir haben ein schönes Badezimmer mit Garderobe, mit Schiefer, würde ich schon behaupten, ist das vertäfelt. Ein geräumiges Badezimmer, auch
Papier, dieses Geschwungene. Es ist einfach schön. Origin weiß wirklich, wie man Schiffe designt. Badezimmer, Regen, Dusche, guckt es euch an. Herrlich. Toilette, wunderbar. So, muss es sein. Alles natürlich mit Stein verziert, verkleidet. Keine offenen Leitungen. So, wie es mag. Geräumiges Büro, ein bisschen klein der Monitor, könnte ruhig eine Nummer größer sein. Man könnte hier auch so ein Flatscreen an die Wand hängen. Wäre auch schön. Kleine Leseecke. Natürlich dürfen auch feine Zigarren nicht fehlen. Wirklich klar. Ein absolut riesiges King-Size-Bett. Und guckt euch diese Aussicht an, die ihr dann habt. Stellt euch vor, ihr seid auf Forschungsmission, landet irgendwo. Nachgetane Arbeit, zieht ihr euch zurück und genießt einfach nur diesen hervorragenden Ausblick. Es ist genial. Echte Pflanzen sind auch an Bord. So muss es sein. So, dann gehen wir mal nach hinten durch. Und hier ist es jetzt ja, so, dass wir hier die Touring-Variante haben, also Aufenthaltsbereich für die Gäste. Ich blende euch zwischendurch immer mal ein paar Bilder ein, wenn ich sie denn finde. Von der Exploration-Variante, damit ihr den Unterschied seht. Die ist ja hier nicht ausgestellt. Finde ich schade, CIG, es ist so viel Platz hier. Warum? Warum stellt ihr nicht beide Schiffe hier hin? Ist doch wirklich wieder... Kann ich nichts zu sagen. So, Tisch mit Blick nach unten. Das hier ist ein bisschen ranzig. Also das müsste man noch mal ein bisschen überarbeiten. Aber das ganze Schiff wird eh überarbeitet. Komplett, kriegt einen kompletten neuen Rework. Und dann bin ich wirklich mal gespannt, wie es aussieht. So, auch hier echte Pflanzen an Bord. Wichtig, wichtig. Für die Stimmung. Bisschen grün. So muss es sein. So, wir sind jetzt im hinteren Teil, immer noch im unteren Deck. Ist ein bisschen nebelig. Schön, das Origin-Logo prangt im Schiefer. Und das ist quasi der Crew-Bereich, wo eure Crewmember schlafen. Finde ich ein bisschen schade, dass das nicht separate Einzelkabinen sind. So muss quasi das arbeitende Volk zusammen in einem Raum schlafen und jeder muss das Geschnarche des anderen ertragen. Hätte man hier irgendwie mit einer Schiebetür, Schiebesystem doch separat machen können. Vielleicht kommt es noch. Ich hoffe es sehr. So, dann haben wir hier Schränke, die nicht aufgehen. Suit Locker. 4 Stück. Nee, Escape Pods. Müssten das eigentlich sein. 4 Stück. Dann habt ihr natürlich auch für die Crew ein Badezimmer. Genau, hier ist die Garderobe. Toilette. Dusche. Schön in weiß, steril gehalten. Kein Spiegel, damit man sich nicht sieht, wie hässlich man ist. Finde ich gut. 2 Stück. Also auch für die Crew eigentlich ganz hübsch. Bis auf eben diese nicht getrennten Kabinen. Das finde ich ein bisschen schade, weil Platz ist ja da. Man könnte das wirklich ein bisschen trennen. Ein bisschen Privatsphäre muss doch sein. So. Und dann rufen wir mal den Aufzug. Und fahren mal ins Oberdeck. Ich sagte, wir fahren ins Oberdeck. Komm, ja, perfekt. Und wir gehen direkt mal straight durch. Und wir sind hier quasi im Maschinenraum, Komponentenraum, Ausrüstungsraum. Wie man auch immer das nennen möchte, wenn es denn aufgeht. Geht nicht auf, sehr schade. Aber hier steht es dran, ne? Suit, Armory 1, 2... 3, 4, 5. Weapons. Medikit und so weiter. Also hier ist ein Raum zum Ausrüsten. Auch ganz wichtig. Und dann sind wir jetzt im oberen, hinteren Teil. Wir haben hier eine kleine Bar mit Blick nach unten. So könnte man immer schön unter die Hose gucken, wenn man denn so ein Kleid anhat. Ihr wisst, was ich meine. Die Bar ist auch reichlich gefüllt. Leider geht sie nicht auf. Kann sich also nicht gottlos besaufen. Schade. Bisschen Obst, ein paar Karten. Ja, schön. Ein paar Höckerchen. Ja, so muss das sein.
So. Übrigens, dieser Teil ist auch mit der Exploration-Variante gleich. Also das ist auch bei beiden Schiffen vorhanden. Das wird beim Rework alles irgendwie umgemodelt, sodass das Module-Teil, also die Touring-Variante und die Explorer-Variante, also die beiden Module wohl in den hinteren Teil des Schiffes wandern und dann im vorderen, mittleren Teil die Schiffe wieder gleich sind. Schöner Tisch, guckt es euch an, hübsch. Ein Turm. Und auch ihr, hier habt ihr eine wirklich grandiose Aussicht zu den Sternen. Leider auch nicht nach unten, sondern nur nach oben. Aber das bringt einfach viel Licht in den Raum. Der untere Teil. Maschinenraum, Cargoraum. Ja, hier könnt ihr, das sind so Magnetpads, hier werden dann die Kisten gestapelt. Geht das auf? Ja. Und hier sind dann die Komponenten verbaut. Alles leider nicht öffnebar. Schade eigentlich. Ging mal eine ganze Zeit, aber momentan wohl nicht. Vielleicht sind sie auch schon am Rumbauen. Also hier habt ihr Komponentenzugänge. So aller Art Gedöns, was ihr so an Bord habt. Ich glaube, das gleiche ist drüben auch nochmal. Ja, ist exakt dasselbe. Dann habt ihr hier eine schöne Küche, groß und geräumig, wie sie ist. Kühlschrank mit Wasserspender, so wie es aussieht. Schönes Lagerregal da unten, auch das geht leider nicht auf. Kaffeemaschine, das könnte auch ein bisschen schöner sein. Vielleicht einzelne Geräte, nicht so integriert. Muss man schauen, wie sich das ändert. Auch hier wieder Marmor mit Gold. Auch die Sitzecke, ne? Stein, überall Stein und schön vertäfelt. Keine offenen Leitungen. So ist es für Origin auch normal. Dann haben wir hier einen Fernsehraum, also ja, Fernsehecke. Auf den Monitoren könnt ihr ja irgendwann meine Videos sehen. Ich hoffe es mal wirklich. Eine Runde Billard kann man zocken. Also an alle Annehmlichkeiten ist gedacht. Dann gehen wir mal in den oberen Bereich. Hinten durch. So, und das ist ja der Aufzug, mit dem wir gerade hochgefahren sind. Und das ist quasi der obere Teil der, ja, Aufenthaltsgeschichte. Was ja beim Exploration-Modul eben anders aussieht. Ich blende euch auch hier nochmal ein Bild ein, damit ihr den Unterschied seht. Wie gesagt, das sind alles alte Fotos, wenn ich sie denn finde, ne? Also wie gesagt. Und das wird sich alles mit dem Rework komplett ändern. Also eigentlich schon fast unwichtig. Und dann haben wir hier die Einzelkabinen für unsere Gäste. Mit Dusche, Badezimmer. Natürlich aus Glas, so muss es sein, dass man das direkt sieht, wenn einer reinkommt. Für zwei Mann, also Doppelbett oder King-Size-Bett. PV-Link ist... PV-Link. Ach ja, der Fernseher ist hier drin verbaut. Verstehe. Wohl das Geblinke würde mich nachts auf jeden Fall wahnsinnig machen. Davon haben wir eine. Davon haben wir zwei. Davon haben wir drei. Und davon haben wir vier. Vier Kabinen für unsere Gäste. Ja, das ist der Aufzug, mit dem wir reingekommen sind. Also hier ist gar keine Tür. Und dann geht es hier in die Brücke oder auf die Brücke. Ja, und die ist groß, sehr leer und eine ganz schöne Platzverschwendung, meiner Meinung nach. Aber gut, Origin halt, ne? Pilot, Co-Pilot und Kapitän, beziehungsweise der Captain ist der Pilot. Und wir haben zwei Co-Piloten für die Türme. Und auch hier habt ihr wieder eine absolut geniale Aussicht aus diesem Schiff. Ihr habt richtig Platz, ihr seht richtig, was um euch rum ist. Das finde ich persönlich immer sehr, sehr hübsch. Von außen, wir haben hier einen Turm, hinten oben. Das sind die drei Waffen für den Piloten. Und wir haben unten vorne einen Turm. Ja, also jeder Co-Pilot steuert einen Turm. Zu den Reisen und zu den Stats. 40 SCU Cargo im Moment. 91,5 lang, 52 breite, 17 hoch. Wir haben eine
Crew von mindestens 2, maximal 5 Personen. Mindestens 2 finde ich schon immer eine gute Angabe, so ein Ding auch solo fliegen zu können. Weil meistens die Crew, also die Min-Crew, einer dann einen Turm bedient. Aber ihr habt hier auch eine ordentliche Feuerpower, wenn ihr keinen Turm bedient. SCM-Speed ist 145 und 975 in der Spitze. Wir haben dreimal Size 5 Pilotenwaffen und zweimal Size 2 Doppelturrets. Also auf jedem Turm sind zwei Size 2 Waffen. Preise für die Touring-Variante 525 und 68 mit Store Credits. Ich glaube, die Explorer-Variante kostet irgendwas mit 650. Nagelt mich da aber bitte nicht fest. Das Schiff ist auch nicht... Genau, nee, 525 war die Explorer-Variante und 481 ist die Touring-Variante gewesen. So. Also auch kein billiges Schiff, ne? Ganz klar. Muss man einfach sich im Klaren sein, dass Origin nicht billig ist. Aber man kriegt auch viel Raumschiff. Muss man sagen. Ja, so viel zur 600 und I. Aufzug bitte. Und dann gehen wir mal rüber. Zu dem Kleinen. Die 890 Jump. Und das ist wirklich mal ein Brocken. Ich glaube, das ist momentan nach der HLC, wobei ich die HLC eigentlich nicht dazu rechnen möchte, das größte fliegbare Schiff. Wenn ich jetzt wüsste, wo wir reinkommen. Ich glaube, hinten irgendwo. Dann können wir uns das Schiff auch mal angucken. Oh, wie lange wir laufen, ey. Genau, hier ist. Ist doch irgendwas. Ne, hier ist nur ein Marker. Wofür ist der Marker? Der markiert doch eigentlich immer Aufzüge, oder bin ich jetzt ganz gaga? Hm. Hier ist der Hangar. Oder das Hangar, der Hangar. Genau, hier ist ein Aufzug. Ich weiß gar nicht, ob vorne auch einer ist. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob er kommt. Doch, da kommt er. Ihr seht schon die Raketenboxen. So, Aufzug. Wir fangen an. Nach oben. Ich glaube, der fährt uns ganz hoch. Ja, ich glaube, das ist der Passagieraufzug. Guckt euch das an, wie lange wir hier unterwegs sind. Der könnte auch ruhig was schneller sein. Ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen Raum. Wie gesagt, das Schiff ist unglaublich riesig. Ja, und dann kommen wir hier hinten rein und haben rechts und links Airlocks und Docking-Ports für eben Gäste, die mit dem Raumschiff anreisen. Oder wenn wir an einer Station andocken, auch das ist kein Problem. Und dann geht es hier weiter. Gehen wir hier rein in dieses riesige Atrium. Licht durchflutet durch das Glasdach. Richtig, richtig schön. Es ist ganz schön windig hier. Aber nicht weiter schlimm. Ich würde sagen, wir gehen mal rechts hier reingucken. Und da haben wir schon eine Kabine, eine Suite an Bord mit eigenem Aquarium, mit einem schönen Bett, einer weißen Hintergrundbeleuchtung. Für das Wohlbefinden. Schade, dass hier kein Glas ist, oder vielleicht ist das doch ein Glas und es ist nur milchig getönt. Ich weiß es nicht. Aufenthaltsraum. Also Aufenthaltsecke. Zigarren sind natürlich auch vorhanden. Eigenes Badezimmer ist vorhanden. Die Garderobe, Waschbereich, Dusche, Toilette. Es ist schon gewaltig. Guckt euch diese dreieckige Regendusche an. Junge, 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 was ist das geil? Oder ist das eine Badewanne? Das könnte auch eine Badewanne sein, ne? Hier könnte man sich reinlegen. Kann man das vielleicht hochfahren irgendwie? Ja, wäre doch geil. Also, davon haben wir eine hier und eine hier drüben. Exakt gleich, nur eben spiegelverkehrt. Boah.
Dann gehen wir mal hier durch. Wir bleiben mal hier auf dem Deck. Gehen mal hier rechts. Dort haben wir Ingenieurzugänge. Das sind Mind Your Step Rettungskapseln, glaube ich, tatsächlich. Hier ist ein Aufzug. Gucken mal eben, wo der hinführt. Genau, nein, bleib hier. Wo sind wir denn jetzt hin? Rettungsfloß sind wir doch. Ja. Das, genau, hier sind quasi nicht keine Kapseln, sondern es sind schon kleine Shuttle, also Mini-Shuttle, zur Rettung rechts und links. Ich muss mich immer noch ein bisschen selbst zurechtfinden. Dann, wenn ihr weiter geradeaus geht, haben wir hier Saunen und Duschen und Saunen. Eins, zwei. Eine Dusche zum Abkühlen. Einen Aufzug fürs Personal oder aber, ist nicht für die Personal. Oder auch fürs Personal, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt im Spa-Bereich, auf dem ersten Deck. Dort habt ihr hier einen riesigen Pool an Bord. Da gehe ich jetzt nicht rein, Wasser ist tödlich. Falls Wasser drin ist, ich bin mir gar nicht sicher. Aber hier könnt ihr euch richtig gut gehen lassen. Hier könnt ihr richtig entspannen. Und ja, den Luxus genießen, würde ich sagen. Genial. Noch haben wir zwei Aufzüge. Yo. Dann haben wir hier noch einen kleinen Pool mit einem Wasserfall und einem Aquarium unten drunter. Ein Whirlpool ist das. Das ist genial. Es ist einfach absolut wahnsinnig genial. Gehen wir mal weiter. Moin. Und mal hier hoch. So. Schöne Kunst hier. Und dann sind wir jetzt hier, genau, bei den nächsten Crewkabinen. Also nicht Crewkabinen, Quatsch. Gästequartieren. Schon Nummer 3. Auf der anderen Seite Nummer 4. Die zentralen Aufzüge oder ein zentraler Aufzug. Toiletten und der Club, die Bar. Ja, das Raumschiff hat seine eigene Bar, natürlich. Und was für eine. Tolle Aussicht, schön viel Glas, schön offen. Geiles Design. Alles in Dunkel gehalten, hier kann man richtig fette Partys feiern. So muss es sein. Was haben wir denn alles hier Schönes? Ach, guckt euch an, die ist sogar ausgestattet. Shampoos steht hier. Spirituosen aller Art. Habe ich noch nie gehört. Aber das ist doch mal Stylo Milo. Hier geht's weiter. Ich würde sagen, das ist das Restaurant. Oder der Speisesaal. Konferenzraum kann man es auch nennen. Ich kann mir vorstellen, dass das hier auch ein Monitor sein kann, wenn man irgendwelche wichtigen Meetings abhalten muss, Konferenzen, ne, Geschäfte abschließen muss. Und dann gibt es hier lecker Essen. Ein Kollege läuft in einem Krankenhauskittel rum. Das weißt du, das gehört sich aber nicht. Also wirklich, also wer lässt denn solche Leute wieder an Bord? Genau, und dann kommt ihr immer mal wieder hier in solche Räume. Das sind dann so die ganzen Crew-Zugangs- Korridore. Das ist nämlich alles so ein bisschen abgeschottet vom Rest des Schiffes. Quasi vom Gästebereich. Finde ich eine geile Lösung, weil so kann sich die Crew bewegen, ohne dass man sie ständig sieht. Wisst ihr, was ich meine? Finde ich irgendwie hat was. So, dann gehen wir hier hoch. Und auch hier sind Aufenthaltsräume natürlich, klar, ne, das Atrium für die Gäste. Auch die Gäste könnten, wenn sie denn die Erlaubnis hätten, auf die Brücke, auf der wir uns jetzt gerade befinden, um mit dem Captain einen Schnack zu halten, mit den Piloten einen Schnack zu halten, sich auszutauschen, interessante Fragen zu stellen und so weiter und so fort. Wie man das halt so macht auf einer Luxuskreuzfahrt. Und auch hier haben wir wieder eine
schöne Rundumsicht. Finde ich gut. Auch wenn natürlich nach hier unten die Schnauze des Schiffes im Weg ist. Aber ich versuche mal in die Außenperspektive zu gehen, ohne zu kollidieren. Und hier seht ihr es, es ist schon riesig. Es ist absolut massiv. Wo wir gerade hier sind, gebe ich euch mal ein paar Daten. Also 460 SCU Cargo haben wir an Bord. SCM Speed ist 80 Meter die Sekunde. Maximal Speed keine Angaben. Mindestens 3 Mann, maximal 8 Mann plus Gäste. Länge 205 Meter, Breite 71 Meter, Höhe 40 Meter. Und das zählt zu den Capital Class Schiffen. Tatsächlich zu den größten. Wir haben zweimal Size 6 Türme, zweimal Size 4 Türme, zweimal Size 3 Türme. Also richtig starke Verteidigung. Also als Angriffsschiff sowieso nicht, aber Verteidigung. Ne? Preis 950 Euro, soweit ich weiß. Und limitiert, soweit ich weiß. Also ihr werdet nicht unbedingt eins bekommen, wenn ihr es kaufen wollt. Ich weiß nicht, wie da die Wellen sind, wann welche Schiffe zum Verkauf stehen und in welcher Stückzahl. Müsst ihr euch mal schlau machen, wenn ihr Glück habt, könnt ihr eine haben, wenn ihr gewillt seid, 1000 Euro für ein Raumschiff auszugeben. Was absolut keine Mechanik hat, außer ein bisschen Trading und Personen zu transportieren. Wobei man dafür auch den Spritverbrauch nicht außer Acht lassen. Also als Solo-Spieler damit durch die Gegend jückeln im späteren Verlauf könnte was teuer sein. So, und das ist der Owners-Bereich, also dem Besitzer vorbehalten oder auch vermietbar an den Geschäftsführer, wie auch immer ihr das später vorhabt. Es ist einfach, ich sag mal so, das Hauptzimmer, die Hauptkabine. Was war das? Wurde ich beschossen? Naja, auf jeden Fall. Aufenthaltsbereich. Seht ihr hier. Ne? Könnt ihr durchs Aquarium schon sehen. In den Wohnbereich. Eigene Küche habt ihr. Eigene Vorräte habt ihr. Schlafbereich. Ein riesiges King-Size-Bett. Ein riesiger Monitor. Absolut raumhaft schön. Badezimmer ist wie die anderen, in den anderen Kabinen auch sehr schön. Aufenthaltsecke, Aufenthaltsraum, hier könnt ihr chillen, hier habt ihr eure Ruhe, könnt die Aussicht genießen. So muss es sein. Schön versteckt hinter diesen Panels, finde ich ganz geil gelöst. Das Design ist halt einfach Origin-typisch, luxuriös und übermäßig. So, und dann müssen wir uns jetzt mal die Crew-Bereiche angucken, weil die gibt es natürlich auch noch. Dafür nehmen wir mal den Aufzug hier. Wahrscheinlich der gleiche wie eben. Genau, wir nehmen den Aufzug hier. Und fahren mal bis. Genau, bis nach unten. Und damit sind wir in der Crewküche, beziehungsweise im Restaurant. Bis hier hinten durch. Wir gehen erstmal hier gucken. Also das. Die Küche, die Hauptküche des Schiffes, für den Koch oder Köche oder für die Mitarbeiter, wie auch immer ihr das sehen wollt. Vorratsraum, klar, vollgestopft mit tollen Dingen. Ne, der Herd, Grillfläche, vier Flammenherd, ja, ist was klein, finde ich. Ich arbeite ja selber in der Küche. Aber Töpfe, Messer und so weiter, es ist alles da, was man so braucht. Kräutergarten, herrlich, genial, einfach genial. Dann Kaffeemaschine, Kaffeebar, Espresso, Kaffee, Latte, Cappuccino und alle ganze Kram. Gläser, Champagnerkühler und so weiter und so fort, alles was man braucht. Dann haben wir hier den Aufenthaltsbereich der Crew.
Auch die haben natürlich ihren eigenen Aufenthaltsbereich. Betten. 1, 2, 3, 4, 5. Und da hinten ist nochmal 6, glaube ich. Ne, das Bad, also 5. Für die Crew auf der Seite müssten eigentlich noch mehr sein. Bad, Bad, Bad. Garderobe, Garderobe, Garderobe. Escape Pods und EVAs, klar. Spielerbereich auch für die Crew. Ne, ihr seht es schon am Design. Hier ist nicht alles so luxuriös. Es ist einfach nur schön vertäfelt, beleuchtet und gut ist. Aber viel Luxus habt ihr hier natürlich nicht. Aber ihr sollt ja auch hier arbeiten und nicht es euch gut gehen lassen. Na, Crewbereich, Airlock Controller. Und dann sind wir in diesem massiven Hangar. Und im Turmzugang für unten. Und ihr könnt natürlich die Hangartore öffnen, schließen. Ihr könnt den Aufzug rauf runterfahren, wenn es denn funktioniert. Was nicht funktioniert. Ne, funktioniert nicht. Ist doch schade. Egal, auf jeden Fall ist das ein riesiger Hangar. Hier passen einige Schiffe rauf. Das ist schon getestet worden. Auf jeden Fall die 100er passen hier drauf. Ich glaube, die 300er passen drauf. Und diverse andere Schiffe in der Größe passen drauf. Aha. Jetzt fährt er hoch. Ohne das Tor aufzumachen. Okay, das macht Sinn. Dann haben wir einen weiteren Aufzug. Hangar zum Revolver. Was ist das da? Für eine Übersetzung. Ah, genau. Der Geschützturm oben. Alles gut. Ja, also alles ein bisschen unterteilt, sodass die Crew sich unabhängig von den Gästen auf dem Schiff bewegen kann. Finde ich eine gute Lösung. Das ist die andere Seite Airlock. Hier ist die Waiting Lounge. Was ist das für ein komisches Zirpen, was ich hier mal habe? Und dann haben wir hier, genau, hier ist der Wartebereich fürs Krankenhaus. Weil wir haben natürlich auch ein Krankenhaus an Bord. Klar, hier. Und das ist, glaube ich, ein Tier-3-Bett, auf dem ihr alle Verletzungen heilen könnt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Tier-3 ist, aber es könnte gut sein. Der Tier 1, 2 und 3. Also wenn euch was passiert, seid ihr hier auf jeden Fall auch gut versorgt. Wir sind immer noch im Crew-Bereich. Auch hier Armory für die Crewmitglieder zum Bewaffnen, falls dies denn sein muss. Und dann sind wir jetzt im Frachtmodul. Ihr seht das, ne? Ich weiß nicht, was das ist. Der Frachtraum des Schiffes. Ich habe irgendwie keinen Zugriff auf. Doch, habe ich wohl. Ne, auch der lässt sich senken. Hier passen einiges an Fahrzeuge rein. Hier passt, wie gesagt, der ganze Cargo rein. Ist schon ordentlich, ne? Und man fährt hier sogar auch zu, damit ja keine Dekompression stattfindet. Finde ich geil. Dass daran gedacht worden ist. So muss man den Raum nicht dekomprimieren. Und ja. Kann hier alles wunderbar machen. Ich weiß nicht, was das ist, ne? Dieses Zip, Zip, Zip. Keine Ahnung. Engineering Room, Antriebseinheit. Massiv. Klar. Hier scheint eine Fusion stattzufinden. Fusionsantrieb. Wer weiß. Wir bleiben aber erstmal hier unten. Wir gehen nochmal hinten rum. Moin. Der Graf-Gen hier. Dann haben wir hier Zugang zu den Schildgeneratoren. Leider nicht öffnbar. Schade eigentlich. Hier könnte an der Gravitation rumspielen. Kann man alles machen. Es ist absolut riesig, dieses Schiff. Unfassbar, was sie hier gebastelt haben.
andere Seite Triebwerk. Technik, Besatzungsdeck, Rettungsfloß. Ja, wir sind in der Technik. Besatzungsdeck waren wir gerade. Rettungsfloß sind wir wieder oben. Schwuppdiwuppdiwupp. Oh, zubbel, zubbel, zubbel. Ne? Rettungsfloß. Ja, das ist die 890 Jump. Ich denke, wir haben alles gesehen, jeden Raum. Also wer auf Luxus steht, so viel Geld hat und sonst nicht weiß, was er mit seinem Geld anstellen soll, der kauft sich bitte eine 890 Jump für 950 Euro. Ja, und ich hoffe, dass der Aufzug auch irgendwann kommt. Oder geht jetzt gar nichts mehr? Ne, da kommt er. Es ist absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn, dieses Teil. Schreibt es mal in die Kommentare. Wer hat denn eine von euch? Oder wer will eine von euch? Ich denke so, das ist so das ultimative Schiff, was man sich in-game ja spielen kann momentan. Ich weiß gar nicht, was die kostet. Ich weiß nicht, 40 Millionen Credits oder so. Ich habe keine Ahnung. Was ist denn das hier? Mein Gott, bist du zu blöd, auf dem Aufzug zu fahren oder was? Ja, wahnsinnig. Ne? Hier ist Cargo. Müsste eigentlich der Cargo-Raum. Ja, genau. Hier ist Cargo-Raum. Und das scheint aber wirklich der einzige Aufzug zu sein. Wobei das hier auch noch irgendwie aussieht wie ein Aufzug. Ich bin mir nicht sicher, aber man kann ihn nicht rufen. Wahrscheinlich ist das, wird das nochmal ein Aufzug. Keine Ahnung. Ja, 890 Jump. So viel zum Thema. So viel zum Thema Origin und seine Schiffe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch einige Daten mitgeben, einige Preise. Und ihr habt mal eine Vorstellung davon bekommen. Das hier sieht auch aus wie ein Aufzug. Nee. Habt mal die Vorstellung davon bekommen, was Origin hier so abliefert. Schöne Schiffe, keine Frage. Preislich im oberen Feld, auch keine Frage. Aber wer auf so eine Art Luxus steht und den Stil mag, der sollte hier zugreifen. Mein Name ist Severus. Ich bin raus.